Ja, es ist mal wieder soweit. Eigentlich hatte ich nicht erwartet, dass wir uns in dieser Form so wiedersehen mit einem, wie soll ich sagen, mit einem Rant-Video, mit einem Klartext-Video mal wieder. Lange ist es her, dass ich ein Klartext-Video gemacht habe und da muss schon was passieren, dass ich ein Klartext-Video mache. Und es ist was passiert, Wargaming hat es geschafft. Wargaming hat den Modus, auf den ich mich so unfassbar gefreut habe, versaut. Nicht prinzipiell, dass der Modus schlecht ist. Der Modus ist, so wie ich es mir damals am Sandbox-Server schon gefeiert habe, ist er jetzt auf den Live-Server gekommen mit der Karte in schön und alles supi und fein. Was natürlich ein bisschen komisch ist, dass ich hier mit meinem wirklich mittlerweile sehr, sehr guten Rechner keine wirklich geilen Frames bekomme, sondern immer krasse Einbrüche habe oder die Einstellung runterstellen muss, so weit wie unbedingt nötig. Ist zwar echt komisch und nervt mich auch, weil... Ey, da hast du einen geilen Rechner und Wargaming schafft's nicht. Das Game, was jetzt, es schaut cool aus. World of Tanks 1.0 ist schon, aber es ist jetzt kein Grafikmeisterwerk. Und dass ich hier, wo ich bei jedem Spiel konstant geile Frames habe in den besten Auflösungen, dass ich es dann nicht schaffe, bei World of Tanks das gleiche hinzubekommen, nur weil die Karte jetzt halt 3x3 statt 1x1 ist. Aber okay, scheiß drauf. Von mir aus. Soll es so sein. Was ich aber noch weniger oder eigentlich gar nicht verstehen kann, wo ich so eine Krawatte habe und das nicht ansatzweise für mich nachvollziehbar ist, ist, unsere Spieler dürfen ab 17 bis 0 Uhr oder am Wochenende ab 15 Uhr spielen. Ernsthaft? Ernsthaft? Ich darf gnädigerweise unter der Woche von 17 bis 0 Uhr den Server spielen oder den Modus spielen, weil ist ja ein Event. Ich verstehe es nicht. Ich kann es wirklich nicht verstehen und es nervt mich maßlos, weil ich will mich jetzt nicht als Rächer der Spätschichtarbeitenden sehen oder sonstiges. Aber ich persönlich zum Beispiel spiele auch von in der Früh bis zum Mittag. So. Jeder, der mittlerweile weiß oder mich kennt, weiß, dass ich berufstätig, selbstständig bin als Streamer-YouTuber. Und in der Früh spiele ich immer World of Tanks. Ist einfach so. Da spiele ich gern, da macht Spaß, ich habe einen Stream. Ja, fein. So. Ich habe mich gefreut wie Bolle auf diesen Modus, weil ich habe den damals am Sandbox-Server schon gespielt und wusste, ja, wenn der Modus kommt, ich spiele nichts anderes mehr. Ich spiele nur noch den Modus. Ich habe mich wirklich gefreut. Als er noch hieß, nur Achter, denke ich mir so, ja! Endlich noch ein Achter da leveln, wie geil. Dann kommt der Modus und dann heißt 17 Uhr. Und ich dachte mir so, naiv wie ich war, dachte mir so, ja, 17 Uhr am ersten Tag, danach läuft es halt dann durch. Scheiße, nein, gar nicht macht's. Also alle Leute, die arbeiten müssen abends, die sind eh gefickt, aber richtig hart gefickt. Oder die Leute, die halt wie ich abends keinen Bock haben, dürfen ihn halt auch nicht zocken. So, ist halt einfach, friss oder stirb. Und das kann ich nicht nachvollziehen. Im Chat sind mal auch wieder so krude Diskussionen darüber entstanden, warum ist es überhaupt so? Ich verstehe es nicht und ich weiß es auch nicht. Es hieß von wegen, ja, weil ja der Modus dann 30x30 ist, also dementsprechend mehr Spieler braucht, dann braucht er auch nochmal 2-3 Mal so lang, also dementsprechend ist die Population dafür einfach viel zu krass, was benötigt würde und was mittags gar nicht da ist. Also ich weiß ja nicht, wie das so ist. Ich bin jetzt auch kein Serverfachmann, gebe ich zu. Ich bin gelernter Automobilkaufmann, sehr weit weg von der Thematik. Aber wenn ich sehe, World of Tanks ist ein Spiel, vorgestern, wenn ich mich nicht täusche, waren um 10.34 Uhr, wenn ich mich nicht täusche, waren 30.000 Spieler online. 30.000 Spieler auf dem europäischen Server, jetzt nicht irgendwie von Russland oder sowas. Wo ist es übrigens geschaffen? In Russland könnt ihr den Modus ganze Zeit zocken. So wie ihr Bock seid, habt einfach zocken, fertig, geil, läuft. Nein, bei uns... Schaffen sie es nicht mit 30.000 scheinbar Spielern, also steht ja da oben, dann muss das ja richtig sein, schaffen sie es nicht, den Modus laufen zu bringen. Es kam jemand anders und sagt, ja, weil man da so krass Credits farmt und sonstiges. Ja, aber deswegen muss ich doch nicht in den Ofen schauen, wenn es die Begründung sein sollte, was ich nicht glaube. Aber weil jemand von 5 bis 0 Uhr kann auch Hardcore seine Credits farmen, also das macht für mich jetzt wenig Sinn. So, aber warum? Warum? Ich habe mich so gefreut. Ich habe mich so fucking sehr auf diesen Modus gefreut. Und dann macht ihn Wargaming exklusiv für irgendwie Spätnutzer. Wie gesagt,
Ich will jetzt auch nichts gegen die Uhrzeit des Spätnutzens. Ganz im Gegenteil. Warum nicht die ganze Zeit offen lassen? Warum kann ich diesen Modus nicht die ganze Zeit spielen? Warum? Ich verstehe es nicht. Oder wenn ich jetzt wirklich das mit dem Spieler-Popularitätsproblem, dann okay. Dann würde ich es in der Nacht von vielleicht 3 Uhr bis 6 Uhr verstehen, weil da ist nicht mehr so viel los. Aber doch nicht um 10 und nicht um 14 Uhr. Warum erst um 17 Uhr? Ja, das war meine Krawatte der Woche bei World of Tanks. Andere Themen kommen irgendwann anders wieder, aber das musste jetzt raus. Ihr könnt mir gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare lassen, ob ihr es ähnlich wie ich seht oder ob ihr denkt, Ramba, jetzt spinnst du endgültig. Schreibt es in die Kommentare, ich bin gespannt. Und Wargaming, vielen Dank für nichts.